auf meinem Kanal. Ich drehe tatsächlich am Dienstag für euch und das Video kommt am Mittwoch für euch online. Ich habe kollektiv ein paar Sachen, die ich euch gerne zeigen würde, die ich jetzt praktisch die letzten Wochen bzw. Tage bestellt habe. Teile davon sind relativ schnell angekommen, die anderen Teile sind echt lange unterwegs gewesen. Ich habe bei Revolution London bestellt. Und zwar hatte ich einige, also es gab jetzt keine spezielle Rabattaktion, sonst hätte ich euch bei Instagram darüber informiert. Folgt mir sehr, sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich möchte euch immer gerne darüber ein bisschen aktuell halten, wenn ich irgendwie so eine Rabattaktion entdecke oder so. Deswegen hier steht mein Name, Jenny What Else YouTube. Folgt mir da sehr, sehr gerne. Und bevor ich es vergesse, Leute, ich arbeite an einem sehr, sehr schönen Giveaway für euch, für meine 800 Abonnenten. Jetzt sind es ja, glaube ich, sogar ein bisschen mehr wie 800. Ich danke euch echt von Herzen, Leute. Wir sind so nah an den 1000. Ich kann es gar nicht. Ich glaube, die ersten 1000 sind immer was sehr, sehr Besonderes. Und danach hoffe ich doch, dass es ein bisschen schneller geht. Aber vielen, vielen Dank für den Support. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Und auf jeden Fall hatte ich euch ja mal in meinem Revolution Haul, beziehungsweise könnt ihr das auch schauen in meiner Review, die ich gemacht habe über die neuen Revolution Pro Produkte, die verlinke ich euch hier oben oder hier oben, habe ich euch ja diese Pro Supreme Matte Liquid Pigments gezeigt, und zwar diese von Revolution Pro, diese praktisch, ja, Liquid Lipsticks. Und Leute, ich bin obsessed mit diesen Dingern. Und zwar habe ich meine Lieblingsfarbe bis jetzt, ist die Farbe Visionary. Die kosten 4,99 auf Revolution.com, glaube ich. Ich werde euch unten das verlinken. Ich habe RevolutionLondon.com und ich habe mir einige Items nachbestellt. Ich hatte mir auch diesen Revolution Pro Eye Elements Core Primer gekauft. Erinnert ihr euch? Das ist praktisch dieser, ich sag jetzt mal, Augen-Setten-Primer-Dings da. Der eignet sich unnormal gut, auch zum Beispiel leicht Concealer wie Concealer zu verwenden in einem Töpfchen. Das funktioniert super. Und zwar wollte ich euch ein bisschen was darüber erzählen, wie das auch delivered wurde. Das hat jetzt über 2 Wochen gedauert. Das war sowas von anstrengend. Also ich habe jetzt wirklich 3-mal eine Nachricht bekommen von DHL, aber irgendwie kam das irgendwie nicht an. Also es hat mich super aufgeregt. Und auf jeden Fall kommt das in diesen Tütchen an. Ich finde es, also mir sind so recycelbare Kartons irgendwie lieber. Und die Sachen sind aber immer gut verpackt. Ich habe jetzt mir ein Messerchen geholt. Ich habe eine Lidschattenpalette dazu bekommen, zu Ehren von Revolution London. Die sind jetzt, ich glaube, die haben 1 Million Follower, glaube ich, auf Instagram gehabt. Und aus diesem Grund haben sie, schaut mal, das ist so eingepackt. Und jetzt seht ihr praktisch hier sind, ich habe 9 davon, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bestellt habe, auf jeden Fall arschvoll. Also, ich habe hier schon mal die ersten 6. Und auf jeden Fall habe ich eine ganz tolle Palette dazu bekommen. Und zwar ist die so eingepackt, und zwar ist es die Revolution 1 Million Followers Palette. Die gab es kostenlos zu diesen Bestellungen dazu, die ich getätigt habe. Und ich habe noch 2 Highlighter Palette, glaube ich, Palette. Und zwar, ich fand diese Farben super schön, Leute. Schaut mal. Das ist eine super hochwertige Palette. Also wenn ihr die noch, also ich glaube Cosmetic for Less, also auch die Retailer praktisch, die Revolution verkaufen, hatten diese Palette. Da musste man, glaube ich, 30 Euro. Hi, Lilly. Ach nee, Kena ist hier. Musste man praktisch schon 30 Euro ausgeben oder so. Dann hat man die dazu bekommen. Ich finde die super schön. Ich werde auch wieder, weil ich halt noch ein anderes Paket da hinten habe. Und zwar, dort befinden sich die 2 Make-up von MAC, die Patrick Star Floral Realness Kollektion, die ich euch gerne aber separat zeigen würde mit einem Tutorial. Und auf jeden Fall, das kommt in so eine Dings rein, wo ich euch zeige. Und es ist so schön gemacht, da ist ein schöner Spiegel dabei. Und es ist so ein richtig toller Mauve-Traum. Also ich swatch mal so 3 Stück oder so. Super buttrig. Aber das sind sie eigentlich alle. Schaut mal, die sind auch super pigmentiert. Die könnt ihr, wie gesagt, nicht kaufen. Die bekommt ihr jetzt einfach praktisch zu eurer Bestellung dazu.
lassen sich auch mega swatchen, Leute. Also total hübsch. Und ich habe halt gedacht, komm, wenn nicht, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ich fand das Color Scheme sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch bald wieder so ein bisschen Drogeriesachen für euch, weil ich halt, halt demnächst wieder echt noch in den DM muss. Und dann werde ich die da auf jeden Fall mal testen für euch. Wie gesagt, die kriegt ihr jetzt zu Bestellungen dazu. Ich finde das ein super, super schönes Geschenk. Die ist so richtig toll verpackt und auch die Farben, Leute. Sehr, sehr großzügig. Also dafür könnte man auch 10 Euro verlangen. Das ist jetzt nicht das. Dann zeige ich euch mal die. Oh. Ich finde, dass sie sehr großzügig damit eingepackt sind. Ich wollte euch jetzt mit euch das Paket zusammen auspacken, damit ihr praktisch seht. Hier sind nochmal drei. Also, ich habe. Also, jetzt sind die wohl ein bisschen anders verpackt. Schaut mal, also, das war vorher so beklebt mit sowas. Jetzt kommt das praktisch nur noch so. Mich stört es jetzt nicht, aber es ist natürlich ein bisschen blöd, weil verschwindet dann irgendwie so in der Kiste. Ich lasse ja, ich habe immer Backups von solchen Sachen, weil das dürfte nicht ausgehen. Und dann habe ich Highlighter-Paletten noch bestellt, weil die echt mich zu neugierig gemacht haben. Und zwar, ich habe ja immer wieder jetzt im Internet auch gesehen, Huda Beauty hat ja schon sehr schöne Highlighter-Paletten, aber sie sind für mich jetzt echt unerschwinglich, weil also so knapp 45 Euro für vier Farben von Highlightern zu bezahlen, ist eigentlich in den heutigen Zeiten nicht unbedingt nötig, weil es halt wirklich tolle Varianten gibt. Ich habe jetzt hier einmal die Revolution Pro Supreme Highlighter Metal Palette. Und zwar, die ist ein bisschen schmutzig. Und zwar hier. Ich habe die gesehen im Internet und ich fand die super schön. Oh, die sind buttrig, Leute. Wow. Also, die sind, schaut mal in den Pen rein. Ich habe da gerade reingekrapscht. Also ihr seht dann schon, dass ihr praktisch da reingegriffen habt. Aber die kommt auf jeden Fall auch zum Testen. Und dann habe ich mir was mitgenommen, wo ich mir gedacht habe, ha, soll ich oder soll ich nicht? Weil es ist halt, die kostet knapp 9,99. Ich schreibe euch die Preise immer jeweils unten drunter. Ich hoffe, dass ich es euch hinkriege. Beziehungsweise kann ich es euch auch sagen. Also die, wie gesagt, hat nichts gekostet. Die hat 9,99 gekostet und diese hat, glaube ich, 6,99 gekostet. Wie gesagt, ich link euch unten alles rein, da könnt ihr natürlich euch das anschauen. Und jetzt habe ich praktisch diese Revolution Pro Highlighter Palette. Das ist eine voll schöne Palette. Also sie kommt in einem ganz schlichten Karton. Ich denke, ist auch sehr reißefreundlich und kommt praktisch mit diesem Color Scheme. Leider schade, dass da nicht so. Also es steht jetzt nur praktisch drin, Ingredients, aber leider keine Namen. Ich swatche. Wow. Also den, da könnte ich sogar als Lidschatten testen, ja. Leute, oh mein Gott. Die fühlen sich nochmal, ich mach mal ein bisschen mehr Licht. Die fühlen sich dann nochmal ein ganzes Stück anders an. Die fühlen sich so ein bisschen, ja, so richtig so metallisch an. Aber richtig geil, Leute, schaut euch das mal an. Heftig, heftig. Heftig. Also ich glaube, dass diese Palette ein ganz toller Dupe zum Beispiel für so eine Huda Beauty ist. Es ist, sagen wir mal, eher so eine Variation davon. Ihr könntet zum Beispiel, also ich weiß, dass Huda sowas ähnliches hat, aber ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Ich werde das natürlich alles demnächst für euch testen. Also diese Woche sieht es jetzt mit den Videos so aus. Mir Montag musste ich leider aussetzen, weil. Ich habe das erste Mal jetzt meine Periode bekommen nach Pillenabsetzen. Leute, das sind Schmerzen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe jetzt tatsächlich nach etwas mehr wie 2 Wochen meine Periode neu, also praktisch neu bekommen. Das heißt, sie kam jetzt das erste Mal unangemeldet, praktisch ohne, dass ich die Pille absetzen musste. Es war sehr schmerzhaft. Ich pull nebenher mal diese Lippenstifte auf. Die haben so einen Verschluss. Ich finde die immer super nervig. Aber das muss ich jetzt auffummeln, um euch die zu swatchen. Und ich muss sagen, es kam echt mit voller Wucht. Also Leute, die da draußen jetzt so ein bisschen Angst haben wegen Pille absetzen und wieder Schmerzen haben. Also ich kann euch leider gerade von mir jetzt nichts anderes erzählen. Es sind weibliche Schmerzen, sage ich immer, Leute. Weil ihr, wenn ihr Periodenschmerzen habt, ich meine, es gibt ja diese Dolomien für Frauen, es gibt ja
Möglichkeit noch wirklich, also so Aspirin, so Lutschsachen zu nehmen, wo ihr praktisch so in euer Wasser reinmacht, damit ihr ein bisschen weniger Schmerzen habt. Ich verstehe das total. Ich habe tatsächlich aktuell, ich habe das Video jetzt gestern erst für euch gedreht, aktuell Horrorschmerzen. Also es sind, also ich habe, also ich wurde so ein bisschen übermannt davon, weil ich habe damit am Anfang gar nicht so gerechnet und dann habe ich plötzlich mich wie ein Teenager gefühlt, weil es plötzlich wiederkommt. Ich werde euch auch die nächsten Wochen, lasst mir noch mal 2 Wochen Zeit, ein Update über meine Pillenabsetzerei geben, weil ich habe das ja aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Klar, mein Zukünftiger und ich möchten Kinder haben, aber jetzt noch nicht. Verhütung machen wir ganz normal, was es halt alles so in der Drogerie zum Kaufen gibt. Funktioniert gut, ist ein bisschen eine Umstellung, aber ich sage euch Leute, es wird sich lohnen, eure Gesundheit wird es euch danken. Es ist wirklich eine große Umstellung für euch, wenn ihr halt praktisch, also ich bin sehr viel mehr ich, ja. Ich habe auch sehr wenig, ich habe auch weniger Wutanfälle. Und wie gesagt, ich mache euch da mal ein separates Video dazu, wo ich völlig unfiltriert und völlig ehrlich zu euch bin. Also es ist kein Zuckerschlecken, weil ihr spürt euch selber plötzlich wieder sehr, sehr arg. Also ihr spürt, dass ihr Frauenprobleme bekommen werdet und so. Und es ist natürlich was anderes, ja, weil es ist halt sehr schmerzhaft, wenn ihr halt, sag ich mal, eine Zeit lang die nur genommen habt, um eben den Schmerz nicht zu haben. Das verstehe ich. Aber wie gesagt, da wird es ein separates Update dazu zu geben. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber, weil es ist wirklich eine tolle Erfahrung, trotz allem nach 10 Jahren Pilleneinnahme seinen Körper wieder zu spüren. Und darüber wird es definitiv ein separates Video geben, weil ich einfach mit euch meine Erfahrung teilen möchte. Auch so meine Gedanken, warum habe ich das gemacht und so. Und auf jeden Fall habe ich jetzt endlich diese Dinger hier ausgepackt. Und Jesus Gott, Maria, ich habe schon wieder völlige Eskalation betrieben. Also die Farben, die ich habe, so schwatsche ich euch jetzt mal. Und zwar, ich komme mal ein bisschen näher ran, damit ihr mich besser seht. Leute, ich bin übrigens fett ungeschminkt. Zu meiner Haut zum Beispiel, sie ist jetzt nicht schlechter geworden, wie man vorher schon war. Ich sag mal so, ja. Ich habe jetzt hier die Farbe. Ich blende euch die Farben hier unten, die Namen der Farben mal hier unten ein. Dann wisst ihr Bescheid. Und zwar ist es die Farbe Inconspicuous. Das ist so ein richtig geiles Rot-Orange. Habe ich auch übrigens schon in Videos getragen. Ist eine Mega-Farbe, Leute. Diese sind sehr soft. Die ähneln diesen Soft-Matt-Creams sehr. Aber sind nicht so. Also, sie trocknen sehr angenehm runter. Und sind wirklich, wirklich toll. Das ist die Farbe Visionary. Die Farbe Visionary ist mein Favorite bis jetzt. Also, ich habe jetzt ja noch nicht so viele getestet. Deswegen habe ich mir nochmal neun bestellt, damit ich das nachholen kann. Das ist die Farbe Visionary. Das ist ein so schöner Mauve-Ton. Ich trage den immer mit so einem pinkfarbenen Lip Liner drunter und lasse das so ein bisschen ins Ombre reinlaufen und das sieht echt unnormal gut aus. Dann habe ich eine neue Farbe und zwar ist es die Farbe Ardent. Also wie gesagt, ich schreibe euch die Namen hier unten rein. Könnt ihr das sehen? Das ist die Farbe Ardent. Wow. Mega schön. Also das ist so ein richtig toller. Ja, es ist immer noch ein rosa Pink, also eher ein Pink. Aber er ist so schön, also so, also richtig satt. Also das sieht so richtig juicy aus. Daneben swatche ich euch mal Imagine. Imagine. Sind super opaque vom Auftrag. Das ist halt ein super Vorteil in dem. Sie trocknen wirklich super angenehm runter, also sie sind nicht zu hart. Das ist die Farbe Imagine, das ist so ein richtig tolles Pink, aber eher schon in die Purple-Reihe. Und dann habe ich hier, as you can see, einige Nude- und Brauntöne. Und jetzt habe ich die Farbe Promotion. Also die Farben sehen sich ja ultra ähnlich. Ich nehme jetzt mal die beiden. Jetzt habe ich hier die Farbe Premonition. 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 Boah, der ist auch richtig schön, Leute. Premonition ist dieser Ton hier. Und zwar ist der im Gegensatz zu meinem Lieblingston sehr viel dunkler. Ich denke, in Kombination so zum Umranden mit Ausfüllen würde das bestimmt sehr, sehr, sehr gut aussehen.
Dann nehme ich jetzt den anderen Ton hier dazwischen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, so ein to mehr kräftigerer Ton. Das ist Elevation. Saugeile Farbe. Oh mein Gott. Oh! Beim nächsten Sale brauche ich mehr. Also das ist eher so ein, wie nennt man denn das? Das ist jetzt so mehr, ich würde sagen, Rosenholzton, aber der noch ein Stück dunkler ist, aber sehr, sehr schön. Der sieht, ihr seht auch langsam, wie die halt runtertrocknen. Die trocknen nicht sofort runter, die da brauchen ein bisschen ihre Zeit. Und jetzt zeige ich euch mal die ganzen Nude-Töne, die ich mitgenommen habe. Und zwar, ich mag Nude-Töne sehr, sehr gerne. Ich trage die auch recht häufig. Hier habe ich die Seblans. Das ist so ein, ich würde sagen, so ein eher graustichiges Nude. Also, ja. Das ist ein sehr graustichiger Nude-Ton, aber auch mit einem irre Graustich drunter. Und jetzt hier seht ihr die Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich glaube, ich swatch mal wieder da vorne. Das stört mich jetzt hier. Mein Arm zu verrenken. Dann haben wir hier die Farbe Pretense. Pretense ist eher so ein dunkles Schoko. Ja, das ist so ein Schoko, aber mit einem sehr grauen Unterton. Sehr schöne Farbe. Ich habe jetzt auch natürlich ein paar Farben geholt, die jetzt auch so mal so für abends so ein bisschen dramatischer aussehen. Leute, ich habe in meinem Ständer noch einen Platz. Ich glaube, ich muss noch einen nachbestellen. Also ich liebe die unnormal. Also da kostet einer 4,99. Also ich finde die so Qualität super. Das ist die Farbe Illusion. Illusion fand ich sehr geil. Das ist ein peachiges Braun. Sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, die sind alle sehr opaque. Also auch die helleren Töne könnt ihr super, super ebenmäßig auftragen. Wie gesagt, ich werde die auf jeden Fall auch in einem Get Ready With Me halt euch testen, weil ich habe so viele neue Sachen, die ich jetzt immer so bestelle, wenn die Löhne eingehen bei uns. Das ist voll interessant. Also Mitte des Monats und Ende des Monats bestelle ich immer, immer was. Das ist die Farbe Veil. Veil, also wie Veilchen. Und das ist nochmal ein sehr viel helleres Nude. Das habe ich jetzt eher vor, packe ich mal ins Zentrum aufzutragen. Ich trage sowas aber auch so mit einem dunkelbraunen Lip Liner und dann lasse ich das so ineinander fast schmelzen, so ein bisschen. Sieht super geil aus. Super fett sieht das aus. Und dann habe ich jetzt noch eine Farbe. Das ist die Farbe Affection. Und das ist jetzt hier praktisch der warmtönigste, also das warmtönigste Braun, was ich bestellt habe. Also mein Favorite ist jetzt dieses hier, das und dieses und das hier, also diese vier. Und die Brauntöne, die trage ich jetzt natürlich nicht so viel im Frühling. Mein Lieblingston ist allerdings dieser hier. Ich kann jetzt zur Formulierung halt sagen, dass sie sehr, sehr durchgängig sind, super opaque im Auftrag und ich es halt so feier dies, also ich habe jetzt, wie ihr seht, ich hoffe, ich kann es um einem zeigen. Ich habe jetzt hier wirklich eine tolle Range an Farben und ich finde das Packaging super schön. Also ich liebe es. Es ist sehr, sehr ordentlich sieht es aus und überhaupt nicht billig oder so. Ist eher so eine Glas-Plastikflasche, ist jetzt kein so ein Scheiß, sag ich mal, ja. Und muss euch echt sagen, die Farben sind so, 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 so schön. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach so ein Get Ready With Me mal machen. Ein Full Face of Make-up Revolution wird es auch bald geben. An meiner BH Cosmetics Woche arbeite ich, aber das ist, Leute, das ist so anstrengend. Es ist so viel Arbeit, weil ich möchte halt zu jeder Palette was erzählen. Und ich will auch das so ein bisschen abstimmen, dass praktisch gleichzeitig auch ein Sale ist oder so. Das ist meistens eigentlich der Fall. Aber ich möchte euch definitiv halt auch gutes Feedback geben. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Haul euch Spaß gemacht hat. Und morgen bekommt ihr die Patrick Star MAC Collection gezeigt. Da wird es auch Tutorials zu geben, weil das ein unnormales Blau ist, was dabei ist. Und ich habe so ein Blau noch nicht. Ich schwör's euch, ich habe es noch nicht. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Also, fühlt euch völlig frei und geht runter auf den Abonnier-Button. Und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke doch sehr gerne, weil YouTube spinnt wohl ein bisschen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass ihr praktisch auch immer notified seid, dass ich praktisch ein neues Video hochlade. Für gewöhnlich lade ich Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag hoch.
Es variiert manchmal halt ein bisschen, wie ich arbeiten kann. Zum Beispiel am Montag ging es mir halt echt nicht gut und ich habe jetzt heute gedreht, habe jetzt auch auf die Bestellung gewartet. Es kommt die Woche noch ein Douglas Haul. Das kommt am Freitag und morgen kommt für euch die Patrick Star Kollektion gezeigt. Also ich werde es euch swatchen, euch die Lippenprodukte zeigen und werde euch praktisch ein Make-up zeigen, wie ich praktisch das gearbeitet habe. Ich werde einem zeigen und werde immer wieder kleine Bildchen einsenden, wo ihr praktisch sehen könnt, wie sich das so verblenden lässt. Ich glaube, das ist eine super Hilfe für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Auch am Wochenende ist so geplant. Da ist ein Face voll mit Avon-Produkten. Ich habe von Avon einige Produkte zugesendet bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Es kann auch sein, dass, ich weiß nicht, vielleicht am Sam also Freitag, also morgen ist Patrick Star am Mittwoch. Am Freitag kommt der Douglas Haul, weil da habe ich auch eine tolle, also tolle Produkte bestellt. Von Too Faced und so, von der Natural Beauty Collection oder so, gab es ja jetzt bei Douglas. Und am Samstag eventuell werde ich extra was hochladen für euch, und zwar meine PR-Unboxings. Ich habe ja mit Freundinnen von mir, sage ich mal, Firmen angeschrieben, um gefragt, ob sie meinen Kanal ein bisschen supporten möchten. Es haben natürlich sehr, sehr viel, es haben sich echt, nicht natürlich, sondern es haben sich welche zurückgemeldet, wo ich super dankbar für bin, weil ich hätte damit gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat so super funktioniert. Das Feedback war auch so überwältigend. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euch auf sowas freut. Die Woche wird ein bisschen voller wieder. Ab nächste Woche schaue ich mal, wie ich das hinbekomme. Ich will ja auch einige Tutorials wieder für euch drehen. Und diese First Impressions stehen ja noch an. Und ich hoffe, ihr freut euch. Und nicht vergessen zu abonnieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder.